nee, ne? Da finde ich ja jetzt was nicht so gut. Mein Krauser, mein Kopf zu, Alter. Wirklich. Prepare for your death, Leon. No, I will not. Ja, da sind's. Haben wir verstanden. Da sind Dinger, die fies mies in die Luft gehen. Wow, das war ziemlich cool dort. Das war auch schon wieder einfach nur mit A gesprintet und X gedrückt, um das Scheißding aufzuheben. Oh shit. So, es ist Liegezeit ist die beste Zeit. Hä? Bist du irgendwie ein bisschen doof oder so? Was für eine wirklich fiese Kacke. Ich meine, theoretisch, ne? Für den Endboss gibt es ja einen anderen Raketenwerfer. Also kann ich ja jetzt eigentlich mit dem hier. LOL! Ist jetzt nicht wirklich passiert. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der ist doch nicht dem scheiß Raketenwerfer ausgewichen. Für'n Spassi. Ich schieß dir in die Beine, Kollege. Hier, komm. Ah, gut. Das scheint eine ausgezeichnete Technik zu sein. Abgesehen davon, dass auch die Ausweichanimationen nicht mehr ganz funktionieren. Zack. Lol, also jetzt geht's mir langsam wirklich auf den Keks. Und nein, ich spiele nicht auf der Xbox, ich spiele am PC. Und wie gerade eben schon geschrieben, habe ich extra einen Controller dafür angeschlossen. Oh, das scheint mir eine sehr gute Technik zu sein. Ins Bein, in den Kopf. Ins Bein, in den Kopf. Ins Bein, in den Kopf. Und tot. Oh nein. Jetzt wächst ihm bestimmt noch ein zweites Herz. So, aber, was gibt's denn hier noch? Achso, prüfen. Krauser, was ist passiert? Du warst doch mal so nett, das. Ja, also, ich weiß nicht. Aber ich glaube, Krauser, du warst doch mal so nett, ist so die Lüge des Jahrhunderts. Habe ich die jetzt eigentlich schon vollgelevelt auf Mumpelei? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es gerade echt nicht sagen. Deswegen werde ich einfach bis zum nächsten Händler warten und sie dann wieder mit dem guten alten Ammo-Trick, ne? Ja, gut. Das ist natürlich blöd. Das hat das Spiel auch mit Absicht gemacht. Oh Mann, ich habe doch keine Ahnung mehr, wo ich lang... Achso, oh, okay, das war... Das war einfach... Oh, ernsthaft. Stell dir mal vor, ihr habt noch so 3 Sekunden Zeit und denkt, ah, oh, geil, ich hab's geschafft. Na, okay, ich habe jetzt gerade eine halbe Sekunde gebraucht, um das zu drücken. Ja, gut. Es hätte schlimmer kommen können. Aber es hat jetzt gerade auch nochmal eine halbe Sekunde gedauert. Trefferquote gesamt 78. Ich komme nicht über 80. Aber ich finde 78, es geht nur jeder vierte Schuss daneben. Echt ziemlich gut. So, für so einen Kackboom wie mich. Ja, das kann ich komplett so zu so einem Ding basteln, weil selbst wenn ich irgendwo noch ein gelbes Kraut finde. Jetzt geht es mir aber langsam echt zu nahe hier mit der Mumpeln. Kommt nochmal irgendwo ein Händler? Biete? Scheiße. Das ist ja... Ich hab jetzt halt auch echt keinen Bock nochmal zurückzulaufen, ne? Oh, who is this? So, it seems you killed Krauser too. Yes. How shall I return my appreciation? Kill yourself. What are you talking about? I thought he was with you.
What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing. While you can. Story oder dieses generelle Dialogwriting ist halt so scheiße zum Teil. I have prior engagements. Verifica la presión de su álbum. Bibica que bibica. Oh no. Ja, guck mal hier, es sind doch nur eins. Oh, scheiße. Digga. Ist der algo? No hay problema. Damn. Ist Peter hey, Wong oder Barry? Time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Der ist tot. Der Typ ist so tot. Das ist ein Helikopter. Wir sind bei Resident Evil. Als ob die den Scheißding nicht auch vorher schon gehört hätten, ne? Sie hören jetzt Sie hören das Knacken von dem Rohr. Nicht aber etwa den Helikopter. So, wer könnte den jetzt abschießen? Vielleicht der mit dem Raketenwerfer. Na, lebt er noch? Ah, komm, der muss auch sterben. Now that's what I call backup. My name's Mike. You looking for firepower, you come to the right place. Ist das so geil, dass ich mit dem Helikopter zu ihm rede, als ob der Helikopter mit ihm sprechen würde. So. Hallo, ich bin Mike, der Helikopter. Und wenn du Feuerkraft suchst... Ich verstecke mich hier in diesem Zelt. Oh shit. Ich weiß nicht mal, von wo schießt denn der Hund? Alter! Mike, du bist ja ein ziemlich krasser Ficker, wenn ich das mal sagen darf. Oh, man kann ja noch überspringen, mein Gott. Ja, schade, ich dachte, ich kann noch nie. Kann ich den nicht treffen? Tschüss! Oh shit, das war nicht so schlau. Das war straight out of not so schlau. Ja, okay, ist okay, ist okay. Ist okay, ist alles gut. Mike regelt das. Leider kann Mike sich genau auf zwei Arten freuen. There you go. Das ist auch richtig spannend. Da kann man doch bestimmt einfach hier mit der guten alten Betty, ja. Putz! Ich werde mich jetzt auffangen, mein Gott. Ich bin ja noch gar nicht cover-taked. Mein Yellowcrowd. Ich gehe einfach hier drüber und dann kann er mich. Mike! Oh shit! Hast du dir so gedacht? Was gibt's denn da hinter Musik gerade? Bin ja richtig fasziniert. Meine Güte! Das kommt hier noch irgendwie von hinten.
Wieso? Die gute alte Pistoletta. Hab ich echt alle gelben Kräuter eingesammelt? Yeah, swipe them clean, yeah. That's the only way I can show happiness. By saying the same shit over and over. And over. And over again. Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden. Boah, da sind so ein voller Ballerhannes wieder. Wo steht der denn? Kannst du den mal wegschnabulieren, den Kollegen? Kauft sich ein Schild, weiß nicht, wie Schild funktioniert. Kauft sich eine Treppe, weiß nicht, wie Treppe funktioniert. Einer blöder als der andere hier. So, wo ist denn... Wo ist... Oh shit! Wo denn? Steht hier oben der Muppel, Hannes? Okay, da bin ich schon der Muppel. Kannst du den mal bitte kaputt schießen jetzt? Ergreifen und voll umrennen! Nice, ist er jetzt wenigstens tot. Nein, aber ist... Oh fuck, ich dachte, er wäre verbuggt, aber nein, er ist nicht verbuggt. Le Flint de Schröd. Die sogenannte Frotflinte. Das wäre doch mal was. So heißt das jetzt. Das heißt jetzt Frotflinte. So, zack, Knöpfe sie drückt, da kommt schon auch gleich wieder Gegner. Mike, mach dich doch mal bitte ein bisschen nützlich. No, you will not shoot me. Irgendwo, eventuell noch ein Gegner. Gut, dann geht's jetzt weiter. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Oh shit! I will shoot you in the face and in every other place you have. In the foot, I will shoot you in the foot. Then you will die of not having a foot. Oh, kacke! Ja, das war so klar, dass das passiert, ey. Ach ja, Mensch. Das gute alte Maschinengewehr. Mhm. Ja, Quatsch. Stumm. Hey guys, look at me, I'm Mike. Hola, Mr. Friend. Let me shoot around your head. Krieg doch von hier locker weg, Schnipsel. Oh, da wird mir... Oh, fuck! Ich hoffe jetzt nicht erzählen, dass ich den da unten nicht weggeschneidert kriege.
I'm taking cover. But you're way too slow. Oh, Mike, warum bist du so langsam? Also alle platt gemacht, Mike. Du bist der absolute G. So, wo sind denn jetzt die Meters, die Gegners? Da kommt einer angerannt. Dann schieße ich einfach in die Schulter. Gegen nichts. Ah! Zu spät. Wer jetzt mal eigentlich? Boah, Leute, ey, macht doch sowas nicht. Yay! Juhu, Gewalt. Großartig. Gewalt hilft immer. So, Mike schießt noch munter vor sich hin, obwohl es eigentlich gar nichts mehr zu erschießen gibt. Oder? Irgendwas verpasst? Ist hier noch irgendwo... Es klingt halt so, als ob da irgendwer noch irgendwas durch die Gegend schleift, aber... Gut, also wenn man lange genug wartet, dann macht Mike auch einfach alle kaputt. Ist euch eigentlich bewusst, wie teuer so eine Kugel ist? Also besonders das, was der da verschießt, ist ja irgendwas Großkalibriges. Das heißt, das ist richtig teuer. Der macht da. Er schießt immer schon so seine 20-30 Schuss am Stück. Mike verschießt gerade amerikanische Steuergelder. Ganzes Trump-Vermögen verschießt er da. Muss ich jetzt bestellen eigentlich? Kann man natürlich nicht. Das sind nur für scheiß NPCs. Dreckiger Drecksdreck. So. Sortieren wir unsere Granaten. Nach Farbe. So, ich könnte noch ein doppelt grünes Kraut basteln. Ist die Frage, ob ich das will. Nee, will ich nicht. Ich finde gleich noch was. Aber es wird langsam echt mau. Wir nähern uns dem Ende. Schön ist, ich brauche jetzt gar nicht mehr auf gelbe Kräuter warten. Oh no, what is happening? Mike! Komm schon, Mike! Mike, komm schon, Mike! Oh Scheiße, das ist ein bisschen quick. Take cover! Taking cover! Cover has been taken! Episches Slow-Motion. Das ist auch so ein süßer Versuch, da noch so ein bisschen Epicness reinzugehen. Bisschen Comedy. Ach, dieses Spiel ist so großartig. Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Too bad you're dead, Mike. Well, fuck you. Mike! Mike, ich konnte dich so treffen und du warst mein bester Freund. Baby, das war Mikes Helikopter, nicht wahr? Was ist denn das für ein Hubschrauber? Das ist kein Hubschrauber, das ist ein Helikopter. Okay, wessen Helikopter ist denn das? Mikes Helikopter. I'll make sure you're the next to go, Sam. Ist Mike? Mike ist tot, Baby. Das war ungelogen die schlechteste Bruce Willis-Imitation der Welt. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. Ja. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. Mike ist geflogen, also Mike und Insekten. Und er ist ja auch Insekten quasi. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body.
I wish you luck. Bye-bye. I wish you luck. All the best, Mr. Sanderson. Anderson. So. Let's pick up all the stuff in den Let's Go Fight die Bus. Oh, da ist doch noch ein Fässchen. Meine süße Fässchen. Oh, was sind die süß. Zack. Alle Dinger sind geladen. Wir kommen auch nicht mehr an den Händler vorbei. Das heißt, die kann ich auch durchladen. Aber wenigstens gehe ich mit der Maximalmenge an Gesundheit in diesen Bossfight. Und ich glaube, den kann man auch schneller beenden. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Sind wir bald da? Is this where the people safe? Oh, ein Perlenanhänger. Na, der bringt mir ja bestimmt richtig viel. Irgendwer hier steht jetzt ein Händler. Leon, you okay? Yeah. Jetzt, wo du hier bist, ja. Oh, Ada. Ich liebe du. Autsch. Digga, autsch. Sorry, Ada. War nicht so gemeint, Ada. Wo hat er die denn jetzt her? We have to get that parasite out of your body. Yeah. Es tut mir leid, Mr. Leon. Wir müssen ihren Penis entfernen. Dort befindet sich der Parasit. Das ist eine gute Frage. Die neuen Emotes sind cool, aber warum musste das nach Hortreifos dran glauben? Doch Dodo Jesus. Was? Oh mein Gott, es stand Dodo Jesus da, obwohl Dodo Jesus angezeigt wurde. Großartig. Das nach Hortreifos musste leider dran glauben, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Hey, hört ihr, was ich höre? Ich höre einen Speicherpunkt. Überlegt mal, 55 Mal habe ich jetzt schon gespeichert. So viele Ribbons gibt es, glaube ich, in den ganzen anderen Resident Evil Teilen verteilt gar nicht. Oh, noch ein gelbes Kraut. Naja, da kann ich ja bestimmt... kann man das eigentlich auch mit einem Grün kombinieren? Also nur mit einem Grün? Was kommt dann raus? Kann man das dann überhaupt schon essen? Nee, das... Boah, Digga! Kann ich das Bild wieder zumachen? Kann ich da mal drauf schießen? Heilige Scheiße. Mach doch sowas nicht. Ist ja ekelhaft. So, Keule, wo bist du denn? Frodo, Angst, Frodo rennt. Frodo nicht mehr so viel Angst, Frodo schießt. Oh, vier Parasiten. Oh, nee, noch einer auf dem Rücken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt
rein. Sein Fuß ist ganz warm. Hö, lol. Okay. Das würde ich doch mal gleich in die Kategorie einfach einsortieren. Oh, hier geht doch bestimmt gleich noch der übelst eklige Scheiß ab. Und so viel erinnere ich mich leider immer nicht. Sturmgewehrmunition. Es läuft ja theoretisch noch. Noch Gegnermusik. Gegnermusik. Die allseits bekannte Gegnermusik. Ich glaube. Nee? Ja? Nee? Nee? Nee. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn man den Sack nicht erschossen hätte. Ob dann nicht eventuell aus dem Sack quasi noch was rausgekommen wäre. Eine Katze. Wir wollen ja nicht die Zombie-Katze im Sack kaufen.